Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik, und ja, bin hier immer noch in Quarantäne, genauso wie ihr. Und heute habe ich ein bisschen eine dynamischere Übung für euch mitgebracht. Und zwar machen wir heute Seilhüpfen. Aufgabe für euch zu Hause 10x100. Wichtig dabei, ja, Rhythmus halten. Das braucht man auch fürs Kraulschwimmen. Immer im Rhythmus bleiben, Arme, Beine, zack, zack, zack. Und dass das Ganze nicht so einfach wird, habe ich einen kleinen Atemwiderstand heute mitgebracht. Und zwar den Ameo Power Breather. Ja, einfach aufziehen, wenn ihr das Gerät zu Hause habt. Ihr könnt es auch mit einem herkömmlichen Schnorchel versuchen. Ihr müsst halt gucken, ob das dann mit dem Seil noch kombinierbar bleibt. Ich setze ihn mir auf jeden Fall auf. Ja, ich weiß gar nicht, ob es genau 100 waren, aber ja, bleibt im Rhythmus, bleibt aufrecht, Körperspannung halten. Viel Spaß beim Zuhause nachmachen. Ich freue mich auf die Videos. Macht's gut, bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao. Hi Leute, der nächste Tag hier aus meiner Quarantäne, und heute habe ich mal wieder die Blackroll als Hilfsmittel mitgebracht. Alternativ geht aber auch ein gut aufgepumpter Basketball oder ja, ein etwas schwererer Ball oder auch wieder eine Flasche. Probiert es einfach zu Hause aus. Und was machen wir heute? Wir laufen einfach auf der Blackroll vorwärts und rückwärts. Ja, also wie so ein Balancieren. Zuerst Ausgangsposition finden, stabilisieren und dann ganz langsam nach vorne laufen. Ja, nach circa einem Meter können wir dann mal versuchen, den Richtungswechsel einzuleiten. Ist beides etwas anders vom Gefühl her. Deshalb langsam reintasten. Ich bin mir aber sicher, ihr kriegt es hin und ihr könnt es sogar währenddessen Fernsehen gucken. Also zu Hause ausprobieren, nachmachen, das Ganze ohne Zeitvorgabe. Aber ich freue mich auf die Videos von euch, in denen ihr das hinkriegt. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer Dominik. Hi Leute, der nächste Tag heute in Quarantäne, und zwar gibt es heute ein ganz klassisches Bauchworkout. Wir machen 5 Übungen am Stück und davon machen wir dann 3 Sätze. Also immer Übung 1, Übung 2, Übung 3, Übung 4, Übung 5, danach Pause und das Ganze nochmal 2-mal wiederholen. Übung 1, davon machen wir 15 Wiederholungen. Gestreckte Ausgangsposition, anziehen, strecken, 2, 3. 4, 5, 6, 7 und so weiter. Übung 2, ja, wäre das Fahrradfahren. Davon machen wir mindestens 30, ihr könnt aber auch gerne 40 machen. Und so weiter. Übung 3 wäre als Ausgangsposition das tote Schaf. Ja, Vierfüßlerstand auf dem Rücken. Dann nehmen wir die Arme zusammen, 10 Spitzen anziehen und 15. Übung 4, Hände unter das Gesäß, Beine strecken, 10 Spitzen anziehen und Beine heben. Ja, da gibt es Töne von der Matte, nicht von mir. Auch 15, ich habe schon gesagt. Übung 5 abschließend, der Rückenschwimmer. Wieder gestreckte Position. Und auch davon 40. Kriegt man relativ schnell hin.
Wie gesagt, zieht die Wiederholungszahlen durch. Ihr könnt auch, wenn ihr mal irgendwie Krämpfe habt und eine kleine Pause braucht, macht eine kurze Pause, macht dann aber weiter. Nach jedem Durchgang dürft ihr 1 bis 2 Minuten Pause machen und dann geht es wieder von vorne los. Bis morgen, macht's gut, bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.